Die Hallener Modeschule hat sich in den vergangenen Jahren einen Ruf als Kompetenzzentrum für Mode, Kreativität, Design und Styling erarbeitet. Davon konnten wir uns auch beim Tag der offenen Tür überzeugen. Hier führten Schülerinteressierte durch ihre Modeschule. Und eine Frage wurde besonders oft gestellt. Ja, also eine der meistgestellten Fragen ist, was ist, wenn ich noch nicht zeichnen kann oder noch nicht nähen kann? Aber das ist an sich nicht wirklich so wichtig, weil wir sind ja hier, um das zu lernen. Viel wichtiger ist natürlich die Frage, an wen würden die Schülerinnen und Schüler ihr Modekompetenzzentrum weiterempfehlen? Also empfehlen würde ich natürlich allen Schülern oder allen Menschen natürlich, die sehr modebegeistert sind oder sehr Design- und Styling begeistert sind oder Menschen, die einfach kreativ arbeiten möchten in irgendeiner Linie. Das sind auch keine Voraussetzungen gegeben. Die Leute müssen einfach das Interesse haben. Lernen tut man dann schon so ziemlich alles hier. Und was man an der Hallener Modeschule alles lernen kann, davon konnten wir uns in einer eigens für den Tag der offenen Tür organisierten Modeschau selbst ein Bild machen. Die katholische Privatschule wurde in den letzten Jahren grundlegend umgebaut und ihr Programm wurde erweitert, zum Beispiel um die Bereiche Hairstyling und Make-up-Artist. Um aber auch in Zukunft innovativ zu bleiben, gibt es auch im kommenden Schuljahr wieder etwas Neues. Stichwort internationale Modeklasse. Ja, grundsätzlich, Mode ist einfach international und wir wollen dem verstärkt Rechnung tragen. Das heißt, wir wollen den Fokus auf zusätzliche Sprachkompetenz legen, auf internationale Modeerfahrungen, sprich das Praktikum wird verpflichtend im Ausland stattfinden. Wir haben ja Gott sei Dank auch einen Fachvorstand, der selber in London studiert hat und etliche Jahre bei internationalen Labels gearbeitet hat und können da auch den Schülerinnen und Schülern sehr gut behilflich sein, auch Stellen zu vermitteln. Das wollen wir in den nächsten Jahren da intensivieren. Es gibt auch jetzt schon etliche Schüler, die ihr Praktikum im Ausland absolvieren. Das ist Gott sei Dank auch keine Kostenfrage mehr, weil es gibt da über die Erasmus-Plus-Förderungen der EU sehr gute Unterstützungsmaßnahmen. Bleibt natürlich noch eine letzte Frage. Wann sollte man sich anmelden, um bestmögliche Chancen auf die Aufnahme in der Hallener Modeschule zu haben? Also Modeschule besuchen als Kompetenzzentrum würde ich sagen, dass man sich spätestens im Herbst ein Jahr vorher bereits auf die Liste setzen lässt, Gespräche führt und dann auf alle Fälle Tag der offenen Türen bis Weihnachten auf alle Fälle hier die Unterlagen auflegen hat. Unbedingt. Es gilt also auch in der Modeschule die Regel, wer zuerst kommt, der malt zuerst.